kurz vor 7 am Dienstagabend auf dem Gelände des SC Preußen Münster. Die A-Jugend der Adlerträger macht sich für ihre zweite Trainingseinheit in der laufenden Woche bereit. Ein Meisterschaftsspiel im Jahr 2012 steht noch an und da treffen die Münsteraner ausgerechnet auf ihre Altersgenossen vom deutschen Meister Borussia Dortmund. Ja gut, Borussia Dortmund ist natürlich eine vom Namen her erstmal schon eine von den ganz großen Mannschaften. Sicherlich haben die dieses Jahr auch sehr schwankende Leistung gezeigt, haben sehr, sehr gute Siege eingefahren, haben aber auch dann unnötige Niederlagen wie gegen Gladbach 0-4 zu Hause. Das ist schon dann sehr, sehr überraschend gewesen für uns. Aber wir wissen, dass mit den Leuten, die sie da im Kader haben, schon eine ganz, ganz große Nummer auf uns wartet. 3 Punkte würden den Preußen gut zu Gesicht stehen. Das Team von Trainer Frank Bajorath hat es besonders in dieser Saison nicht leicht. Im vergangenen Jahr schaffte das Team als Aufsteiger überraschend schnell den Klassenerhalt. Nun kämpfen die Preußen verbissen um den Nichtabstieg in der U19-Bundesliga. Es ist natürlich dann trotzdem immer sehr nüchtern, wenn man dann wirklich da unten steht. Da wollen wir natürlich daran arbeiten, dass es im Jahr 2013 dann nachher überm Strich ist. Aber das ist natürlich noch ein bisschen hin. Da müssen wir weiter schauen. Mit dabei helfen, dass die U19 nicht den bitteren Gang in die Westfalenliga antreten muss, will Romario Wiesweg. Der Coesfelder spielt schon seit 4 Jahren in der Jugendabteilung des SC Preußen. Und auch für ihn ist die bisherige Hinrunde eher unbefriedigend verlaufen. Wir hatten am Anfang der Saison viele Spiele, wo wir auch mitgehalten haben. Dann hatten wir halt in der Mitte einen kleinen Bruch drin. Nach den Spielen, nach dem Unentschieden in Aachen, haben wir uns dann halt wieder fallen gelassen, hatten einen Bruch im Spiel. Und dann stehen wir halt unten mit so wenig Punkten da. Und dann haben wir noch in Fortuna Köln ein wichtiges Schlüsselspiel verloren, auch hoch verloren, was man sich sozusagen im Fußball manchmal einfach nicht erklären kann. Noch im vergangenen Jahr kickte Romario in der U17 der Adlerträger. Auch hier konnte sich der Coesfelder mit den besten Teams aus Nordrhein-Westfalen messen. Denn wie die A-Jugend, so spielt auch die B-Jugend der Preußen in der höchsten Jugendspielklasse der Bundesliga West. Nun also für ihn sein erstes Jahr in der U19. Und gerade dieser Sprung war für Romario nochmal eine hohe Hürde. Man hat es in den ersten Spielen gemerkt, sag ich mal. Also es war nochmal ein Tacken schneller, körperbetonter. Das ganze Spielgeschehen wurde schneller, man muss schneller denken, handeln mit den Füßen. Also es hat sich halt von der Schnelligkeit noch vieles getan. Mittlerweile hat sich Romario Wiesweg den Anforderungen angepasst. Der Abwehrspieler ist insgesamt aber einfach nur froh, wieder auf dem Platz zu stehen. Im letzten Jahr hatte der Coesfelder mit 2 schweren Knieverletzungen zu kämpfen, die seinen Traum vom Fußballprofi arg gefährdet haben. Diese dunkle Zeit hat er zum Glück überstanden. Der Alltag hat Romario wieder. Ich stehe morgens auf, sag ich mal, gehe zur Schule, meistens bis 1 oder 3 Uhr. Fahre dann halt nach Hause, hol mir oder bekomme was zu essen von meiner Mutter. Pack meine Tasche, mache ein paar Hausaufgaben. Dann geht es schon meistens gegen 5 Uhr zum Zug. Dann fahre ich halt noch eine Ecke von Coesfeld nach Münster. Ja, dann haben wir ungefähr meistens um 7 Uhr Anfang, bis 8:30 plus minus immer. Ja, dann umziehen, duschen und dann bin ich immer so mit Auto vielleicht 9:30 zu Hause, mit Zug 10 Uhr. Ja, und dann werden noch die restlichen Hausaufgaben gemacht, die im Zug angefangen worden sind. Und dann wird geschlafen und Dienstag geht der ganze Spaß von vorne los. U19-Trainer Frank Bajorath sieht in seinen Spielern nicht nur die Fußballer. Für ihn zählt auch die menschliche Komponente eines jeden Akteurs. An Romario schätzt Bajorath dessen unbändigen Willen und seine harte Arbeit. Das ist ein ganz ehrgeiziger Spieler. Er nimmt sehr, sehr viel an, ist immer wissbegierig, was er verbessern muss. Er ist letztes Jahr verletzt gewesen, hat sich wieder sehr, sehr gut rangearbeitet, sehr selbstkritisch, aber auch trotzdem ein guter Techniker, hat eine gute Übersicht und von daher bringt er natürlich ganz viele Voraussetzungen mit. Mit diesen Voraussetzungen hat Romario Wiesweg natürlich alle Chancen, einmal in den bezahlten Fußball zu stoßen. Am liebsten natürlich bei seinem Verein, dem SC Preußen Münster. Da ich mich hier im Verein sag ich mal, wie meine zweite Heimat ist seit so vielen Jahren schon, wäre es natürlich ein Traum für mich, mal in dem Profikader vorzustoßen. Aber dazwischen ist da noch eine Menge Zeit, es kann noch viel passieren. Aber gut, man wird es versuchen, um alles zu geben dafür.